Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar den einschüchternden Sub-Tag. Ich wurde hier getaggt von der lieben Marv, ich hoffe ich spreche sie richtig aus. Ihren Kanal verlinke ich mal unten in der Infobox, schaut da mal vorbei, wenn ihr möchtet, sie macht auch Büchervideos. Und ja, sie hat mich zu diesem Tag getaggt, es sind kurze 9 Fragen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Frage Nummer 1, welches Buch konntest du nicht beenden? Und bei mir war das dieses hier. City of Bones, Chroniken der Unterwelt. Es war so furchtbar, dieses Buch für mich. Ich mochte es überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich fand den Kinofilm damals schon so lala. Also der war auch nicht so ganz mein Fall. Und dieses Buch war einfach nur furchtbar, langweilig. Und also es ist einfach nicht mein Ding mit diesen Schattenjägern. Und der Schreibstil von Cassandra Clare ist auch einfach nicht mein Fall. Deswegen habe ich dieses Buch abgebrochen. Ich habe es letztes Jahr mit Sandrina zusammen gelesen. Und wir hatten dann beide keinen Bock mehr auf das Buch. Und haben es dann einfach abgebrochen. Und ja, dieses Buch konnte ich einfach nicht enden. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Frage Nummer 2. Welches Buch hast du nicht gelesen, weil du keine Zeit dazu hattest? Im Prinzip betrifft das jedes Buch, was auf meinem Sub liegt natürlich, weil hätte ich genug Zeit, hätte ich die Bücher auch alle schon gelesen. Ich halte jetzt stellvertretend dafür mal dieses Buch hier hoch und zwar Poison Princess von Cressley Cole. Es ist ein wahnsinnig dickes Buch und ich wollte es schon so lange lesen und die Niki schwärmt ja immer so von diesem Buch und ja, aber ich habe einfach noch nicht die Zeit dafür gefunden, diesen dicken Schinken hier zu lesen. Ich weiß, viele haben an dieser Stelle eine Anekdote aus ihrer Lesezeit erzählt, von wegen, ich hatte keine Zeit, weil ich Abi gemacht habe. Ich hatte keine Zeit, weil ich einen Führerschein gemacht habe. Aber sowas gibt es bei mir nicht. Wenn ich keine Zeit habe, dann wahrscheinlich einfach, weil ich arbeiten bin oder andere Sachen mache oder so. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, der Tag hat nur 24 Stunden und das ist bei mir halt der Punkt, wo ich sage, okay, da fehlt mir manchmal einfach die Zeit, um noch mehr Bücher zu lesen und ja, deswegen dieses Buch hier stellvertretend für alle Bücher auf meinem Sub. Frage Nummer 3. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es eine Fortsetzung ist? Ich habe ehrlich gesagt diese Frage nicht verstanden. Was hat das jetzt damit zu tun, dass das Buch eine Fortsetzung ist und ich es noch nicht gelesen habe? Keine Ahnung, ich verstehe diese Frage nicht. Ich habe mich jetzt aber einfach mal hierfür entschieden. Das ist Spinnenbeute von Jennifer Estep. Das ist der 5. Teil der Elemental Assassin Reihe. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich habe ihn schon hier rumstehen. Der 6. Teil ist ja jetzt auch schon inzwischen erschienen mit diesen neuen Covern. Und ja, es ist eine Fortsetzung. Ich habe sie noch nicht gelesen und ich verstehe diese Frage einfach nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das eine jetzt hier mit dem anderen zu tun hat, aber ich habe es halt einfach noch nicht gelesen und es ist eine Fortsetzung. Deswegen dieses Buch. Frage Nummer 4. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es brandneu ist? Und da habe ich mich für dieses Buch hier entschieden. Das Frostmädchen von Stephanie Lasthaus. Es ist erst letzte Woche hier oder so bei mir eingetrudelt. Deswegen bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Ich werde es jetzt aber auf jeden Fall in Angriff nehmen, denn es ist ja auch ein Rezensionsexemplar. Das heißt, ihr werdet dann demnächst dazu auch von mir eine Buchvorstellung bekommen, wie immer. Und ja, aber das habe ich noch nicht gelesen, weil es ganz, ganz neu ist. Frage Nummer 5. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil ein anderes Buch des Autoren dir nicht gefallen hat? Da habe ich mich für dieses Buch entschieden. Der Kuss der Göttin von Evelyn Pike. Ich habe Elfenkuss von Evelyn Pike gelesen und es war überhaupt nicht mein Buch. Ich fand es sehr, sehr langweilig und sehr, sehr langatmig und die Story hat mir nicht gefallen und ja. Jetzt habe ich dieses Buch hier noch rumliegen von Evelyn Pike und ich habe null Ambition, es im Moment zu lesen, weil ich Angst habe, dass es mich genauso enttäuscht wie Elfenkuss. Deswegen liegt hier Kuss der Göttin noch bei mir rum. Falls ihr dieses Buch gelesen habt und ihr habt auch Elfenkuss gelesen, ist es so wie Elfenkuss? Ist es besser? Oder sagt ihr, du lass es einfach, sortier es wieder aus, das ist nicht dein Buch. Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, falls ihr dieses Buch schon kennt. Frage Nummer 6. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du noch nicht in der Stimmung dafür gewesen bist? Und da habe ich mich für dieses Buch hier entschieden. Das ist der Märchenerzähler von Antonia Michaelis. Ich habe dieses Buch von der lieben Annika geschenkt bekommen und sie hat mir so ein bisschen was über das Buch erzählt und über die Stimmung von dem Buch erzählt. Und ich glaube, ich muss das an einem verregneten Tag lesen, wenn ich mich in meiner Decke eingekuschelt habe auf der Couch mit einer Tasse Tee und einer Tafel Schoki. Ich glaube, dann bin ich in Stimmung, dieses Buch zu lesen. Aber so war es bisher leider noch nicht bei mir. Und ja, ich denke mal, ich werde es jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten irgendwann mitlesen, jetzt in der Herbst-Winterzeit.
weil ich denke, das passt von der Stimmung her auch ganz, ganz gut. Und ja, das habe ich noch nicht gelesen, weil ich bisher noch nicht in der Stimmung dafür war. Frage Nummer 7. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es riesig ist? Da habe ich mich für dieses Buch entschieden. Das ist das dickste Buch auf meinem Sub. Outlander von Diana Gabaldon, also Feuer und Stein. Das ist ja der erste Teil der Outlander-Reihe und ich glaube, ich brauche nichts mehr dazu sagen. Dieses Buch ist mega fett. Die Schrift ist jetzt nicht ultra klein, aber schon relativ klein. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig fettes, riesendickes Buch. Und ich weiß nicht, wann ich es irgendwann mal lesen werde, aber... ja, ich besitze es und ich finde es sehr, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall viel besser als die alte Auflage. Und ja, es ist wahnsinnig dick und deswegen habe ich es noch nicht gelesen. Mel, mein Gott. Obwohl ich sagen muss, eine Arbeitskollegin von mir hat die Bücher ja komplett durchgesuchtet. Ne? Die war ja wahnsinnig schnell fertig damit. Also vielleicht irgendwann mal, aber im Moment eher nein. Frage Nummer 8 muss ich mal ablesen, die kriege ich so nicht auf die Reihe. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es ein Coverkauf war, aber wie es sich dann herausstellte, schlechte Bewertung hat? Und da habe ich kein Buch, weil ich bin zwar schon ein Mensch, der gern nach Cover kauft, ich gucke mir aber nie vorher dann die Bewertungen an. Also ich weiß dann immer nur generell, bei Büchern, die ich gelesen habe, gucke ich mir gerne Rezensionen an, um einfach mir noch eine zweite Meinung einzuholen, aber... wenn ich Bücher noch nicht gelesen habe, gucke ich jetzt nicht aktiv nach Bewertungen und Rezensionen und deswegen habe ich bei dieser Frage einfach kein Buch, weil wie gesagt, ich gehe nach diesem Schema nun mal nicht vor und ja, keine Ahnung, ich könnte euch da jetzt absolut kein Beispiel nennen. Frage Nummer 9, welches Buch ist das einschüchterndste auf deinem Sub? So richtig mega einschüchtern tut mich kein Buch. Ich habe mich jetzt aber an dieser Stelle entschieden für After Passion und zwar für die komplette Reihe, weil ich die Befürchtung habe, dass es mir gehen wird wie den meisten anderen Lesern, dass mir der zweite Band tierisch auf den Sack gehen wird und ich dann Schwierigkeiten haben werde, weiterzulesen. Also ich denke mal, ich werde die Reihe, also den ersten Band, denke ich mal, werde ich sicherlich wie die meisten gut durchlesen können und beim zweiten bleiben ja die meisten dann hängen und hören dann auch auf zu lesen und ich habe schon von ganz, ganz vielen gehört, man muss den zweiten Teil wirklich überstehen, das wird dann ab dem dritten wirklich wieder besser, aber der zweite Teil ist halt tierisch nervig und deshalb ist diese Reihe für mich die einschüchterndste auf dem Sub, weil ich Panik habe, dass ich im zweiten Teil nicht mehr weiterlesen möchte, so wie es vielen anderen auch ging und ja, mal schauen, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich habe hier auch alle 4 Bände inzwischen da, was jetzt erstmal zu dieser After Passion Reihe ja gehört. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann nächstes Jahr hier entwickelt, wenn ich diese Reihe lese. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, aber die schreckt mich echt im Moment am meisten so ein bisschen ab wegen dem zweiten Band. War der Tag einschüchternde Sub von mir. Ich tagge an dieser Stelle niemanden mehr, weil ich glaube, inzwischen hat wirklich jeder diesen Tag gemacht. Und wer von euch jetzt diesen Tag hier sieht und ihn noch nicht gemacht hat und Bock hat, diesen Tag zu machen, dann macht ihn auf jeden Fall gerne. Aber mir fällt so spontan keiner ein, bei dem ich ihn jetzt noch nicht gesehen habe. Deswegen, wer Bock hat, macht ihn. Und ansonsten taggen tue ich niemanden. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.